Yo, 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 herzlich willkommen zur LinkedIn-Show mit Datenschmutz, die 28. Ausgabe. Wie meine Stammzuseher bemerken, neues Studiodesign, neue Kamera und ein ganz besonderer Studiogast heute, nämlich Irene Michel, Bestseller-Autorin, Content-Expertin und ihr könnt ein Exemplar ihres ganz druckfrischen Buches Think Content, soeben erschienen, in der zweiten Auflage gewinnen. Worum es dabei geht, wird uns Irene gleich selber erzählen. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen an alle Zuseher. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, unser Hausdrache Rico ebenfalls ist an Bord. Etwas weiter rückwärts platziert, keine verbrannten Haare mehr. Und bevor es jetzt gleich losgeht, zuerst eine kurze Themenübersicht. Bevor wir zum Interview mit Irene kommen, gibt es den Hack der Woche, beziehungsweise schauen wir uns die neue Featured Box an, die gerade ausgerollt wird für die meisten Nutzer. Bei vielen ist es bereits umgestellt. Die Featured Box, worum geht es dabei? Multimedia bzw. Portfolio-Items besser sichtbar im eigenen Profil unterzubringen. Ich habe mir das etwas genauer angesehen und habe ein paar Best-Practice-Vorschläge dazu. Anschließend plaudern Irene und ich über Content-Strategie und natürlich auch über LinkedIn. Es gibt einen kleinen Rückblick auf den ersten Wiener LinkedIn-Apero im Nike-Store von letzter Woche und auf unsere gemeinsame LinkedIn Like a Boss Masterclass, eine sehr, sehr erfreuliche Premiere. Und natürlich wie jede Woche mit dabei die Status-Updates der Woche. Freut mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich natürlich ganz besonders über Anmerkungen und Kommentare. Ja, apropos Kommentare, ein kleines Special heute. Grund zur Freude. It's Gewinnspieltime. Und was gibt es zu gewinnen? Ihr könnt es bereits erraten, beziehungsweise ich habe es heute auch schon angekündigt. Ein Exemplar von Think Content von Irene Michel, meiner heutigen Interviewpartnerin. Und alles, was ihr dazu tun müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Let me spell it out for you. Ich sag's nochmal, ganz genau, einen Kommentar schreiben. Fragen, Anmerkungen, Anregungen, herzlich willkommen. Und ja, wenn ihr einen Kommentar schreibt zur heutigen Sendung, dann seid ihr mit dabei. Muss nicht nur live geschehen, gilt auch im Nachhinein. Das Gewinnspiel endet am Sonntag um 0 Uhr. Dann wird der Datenschmutz-Zufallsgenerator, eine große analoge Maschine, ähnlich wie bei der Lottoziehung, wird dann die Gewinnerin oder den Gewinner ausspucken. Und damit kommen wir zum angekündigten Thema Hack der Woche. Tja, und dieser Hack der Woche bezieht sich, wie gesagt, auf die neue Featured Box. Nun, worum geht es da im Detail, beziehungsweise ganz konkret? Und zwar, am LinkedIn-Profil, da steht am Anfang die Box mit dem Foto und dem Profilslogan. Und dann folgt hier dieser Infotext und früher, beziehungsweise teilweise noch, je nachdem, ob dein Profil bereits umgestellt ist, konnte man hier so Links und Multimedia-Dateien, PowerPoints, Fotos hochladen oder eben auch Links zu YouTube und zu Videos und so weiter angeben, um hier ein kleines Portfolio anzuzeigen. Das hat LinkedIn nun geändert. Diese Multimedia-Items bekommen eine eigene Box und die seht ihr hier. Die heißt auf Englisch Featured Box bzw. auf Deutsch vorgestellt. Findet sich auch hier bei den Profilbereichen hier vorgestellt mit einem eigenen Reiter wieder. Und wie ihr hier schon seht, man kann zusätzlich zu den Dateien und Links, was schon bisher möglich war, nun auch eigene Beiträge bzw. Artikel featuren. Es gibt ja darunter auch die
Activity Box oder die Aktivitäten. Und wie ihr hier seht, früher stand hier links der jeweils letzte Artikel und daneben dann die Aktivitäten. Der Artikel ist rausgefallen aus der Aktivitätenbox und dafür kann man sich nun eben hier aussuchen, ob man Artikel featuren möchte oder externe Links. Bei externen Links werden Vorschaudaten dann angezeigt, je nachdem, ob die Zielseite solche OG-Graph-Daten bereitstellt. Bei Multimedia-Dateien eben das entsprechende Vorschaubild. Nun, warum ist das relevant? Auf der einen Seite, es gibt recht wenig Möglichkeiten, das LinkedIn-Profil zu gestalten. Man kann Emojis verwenden, es gibt das Header-Bild und das Profilbild. Aber gerade weil recht wenig Gestaltungsspielraum ist, sind solche kleinen Details durchaus auch von Bedeutung. Aha, Kollegin Brenda ist live. Schöne Grüße von Wien in die USA. Also diese Featured-Box, da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr, so wie ich hier gemacht habe, zwei Dateien reintut. Ihr könnt eine einzige Datei nehmen. Man kann aber auch eine ganze Menge Multimedia hochladen. Es gibt hier nach oben keine Begrenzung. Ich habe es ausprobiert mit 45 Dateien und ich habe die Links folgen dann gleich in den Shownotes. Ich habe auch einen Beitrag darüber geschrieben auf meinem Blog, einen recht ausführlichen. Und nur kurz hier kann man dann nachlesen. Ich möchte auf eine Sache eingehen. Ich habe das hier mal verglichen mit zwei Einträgen, sieht so aus, wenn man einen Eintrag nimmt, steht das Bild daneben, man könnte hier etwas längeren Text eingeben. Wenn es dann mehr Einträge werden, zeigt LinkedIn eben diesen horizontalen Scrollbar an und man scrollt dann durch die einzelnen Einträge. Nun, meiner Meinung nach macht es absolut Sinn, sich hier auf möglichst wenige Einträge zu beschränken. Warum ist das so? Wenn ihr mal an Personal Branding denkt, da sagt man ja, das wäre der eine Grund. Es gibt ein paar Hauptschwerpunkte oder so zwei bis maximal vier Themenfelder, in denen man sich positioniert. Und natürlich gäbe es da sicherlich mehr Möglichkeiten oder mehr Infomaterial. Aber ich würde es dem Besucher des eigenen Profils nicht zu schwer machen. Ich würde ihn da auch nicht durchscrollen lassen, sondern ihm wirklich die wichtigsten Sachen, bam, bam, eben auf einen Blick präsentieren. Daher mein Tipp, weniger ist mehr und deshalb oder gerade deswegen ganz besonders Wert drauf legen, dass ihr hier etwas Ordentliches, etwas findet, das im besten Fall der angepeilten Zielgruppe einen Mehrwert liefert oder für einen Wow-Effekt sorgt. Wie gesagt, wird in Kürze umgestellt, wenn, interessanterweise haben wir gestern auch bemerkt, wenn ihr die neue Featured-Box noch nicht habt, dann seht ihr sie auch auf anderen Profilen nicht und vice versa, ist aber nur eine Frage der Zeit. Solltet ihr bereits Multimedia-Dateien hochgeladen haben, dann werden diese in die neue Featured-Box migriert automatisch und können dann im Nachhinein natürlich auch angepasst werden. So viel also zur Featurebox. Hallo Milos, hallo Paul. Ich verwende ja OBS zum Streaming und praktischerweise Restream hat eine Chat-Integration eingebaut, nur leider nicht zum LinkedIn-Chat noch. Das heißt, ich sehe hier direkt nur die Kommentare, die über Facebook reinkommen. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid, Jungs. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr über Kommentare. Aber damit kommen wir auch schon zum nächsten Programmpunkt. Nämlich mein Interview mit Irene Michel. Sie hat vor kurzem am Think Content veröffentlicht, in meiner agnostischen Welt ist Bibel nicht unbedingt ein positiv besetztes Prädikat. Sagen wir mal, sie hat das relevante Fachbuch zum Thema Content rausgebracht und da geht es eben gerade nicht nur darum, wie man Inhalte verfasst, wie man schreibt, sondern auch um das ganze Organisatorische rundum, um die Planung, um den Content Audit und das Ganze natürlich nicht nur beschränkt auf Text, sondern auch auf Multimedia. Und wie bereits angekündigt, schreibt einen Kommentar zur Sendung und ihr könnt ein Exemplar von Think Content ganz frisch aus der Druckpresse gewinnen. Und damit herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Irene. Liebe Irene, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist in der LinkedIn-Show. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir kennen uns schon länger von verschiedenen Konferenzen. Du hast ein sehr erfolgreiches und sehr bekanntes Buch zum Thema Content geschrieben, das jetzt gerade in einer Neuauflage rausgekommen ist. Aber bevor wir über dieses Buch sprechen, stell dich doch mal vor, wie ist dein Background? Was hat dich in die Online-Marketing-Webszene gebracht? Mein Background. Also ich komme von meinem ersten Studium aus Marketing- und Managementberatung. Habe dann jahrelang an Hochschulen in Marketing und Kommunikation gearbeitet, auch die Leitung übernommen. Und mit meiner Selbstständigkeit wollte ich mich ursprünglich als Social-Media-Strategin
ja, berühmt machen, nein, einfach arbeiten. Und dann ist mir mein Studium der Content-Strategie untergekommen in Graz, FH Joanneum. Das habe ich dann 2015 bis 2017 berufsbegleitend studiert und habe mich voll in dieses Thema verliebt. Und das war für mich so der Zusammenlauf von all den Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe, von Kommunikation. Ich bin ja schon in den 80ern bei uns zu Hause am Computer gesessen, ja. Also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das Kreative, ich habe das Unternehmensberatungstechnische drinnen, es geht um Change Management, ja, also es tut sich einfach alles in dieser Content-Strategie zusammen. Und auch die Community mit den Leuten, die da zu tun haben, fühle ich mich sehr wohl. Du hast ja bei mir im letzten Semester, jetzt ist es mittlerweile schon vorbei, einen großartigen Gastvortrag gehalten, bei dem ich auch sehr viel gelernt habe. Ich glaube, man muss auch mal den Zuhörern, Content Marketing oder Content Strategie ist ein viel strapaziertes Wort heutzutage. Wenn du von Content Strategie sprichst, dann meinst du jetzt nicht bei einer Redaktionsfilm, wie oft poste ich was, sondern da gehört viel mehr dazu. Das beginnt einmal, glaube ich, oder Content Audit ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Oder was ist überhaupt Content Strategie? Sag mal Also ganz allgemein. von Strategie gehe ich schon mal davon aus, dass es was Unternehmensweites ist. Ja, also dass er sehr wohl die Unternehmensführung schon mit eingebunden ist und dass es mehrere Bereiche als jetzt nur in unserem Fall, wenn man vom Marketing redet, halt die Marketingabteilung. Halversen, beziehungsweise es gibt so Abkürzungen in der Definition von Content-Strategie und das ist halt, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Das ist jetzt vielleicht von einer Kommunikationsstrategie jetzt noch nicht so abweichend. Was wir als Content-Strategen halt noch uns genauer anschauen, ist eben, es geht meistens auch um Digitalisierung, das heißt, um da schon mal ein Mindset-Wechsel. Es geht darum, Silos niederzureißen, weil wir brauchen einfach alle Abteilungen, überall, wo Kundendaten reinlaufen. Das ist genauso ein Kundenmanagement, eine Serviceabteilung, wie der Vertrieb, wie die Buchhaltung, Webmanagement, die Analytics-Zahlen reinkriegen. Also das ist einfach halt breit umfassend. Genauso wie auch die Inhalte aus verschiedensten Abteilungen kommen. Also es ist dieses Abteilungsdenken muss weg. Das heißt, da Ja. ist dann der Content Manager oder der Content Stratege ist das Schnittstelle, aber dem muss es auch gelingen, die Personen aktiv einzubeziehen, um Genau. überhaupt die, ja. Genau. Also es ist schon, eben deswegen habe ich gesagt, es ist für mich ein Zusammenführen von meinem Studium der Unternehmensberatung, ja, weil hier auch sehr viel in Prozesse und Change Management dann gedacht werden muss. Ja. Ja, klar. Was ist eigentlich für dich der Content oder auf Deutsch die Inhalte, die ein Unternehmen hat zu einem bestimmten Zeitpunkt? Was zählt da alles so dazu? Also das, sagen wir so, das, was ein Unternehmen haben sollte, den richtigen Content, der unterstützt die Unternehmensziele, das immer wieder eben bei der Unternehmensstrategie, der unterstützt das Markenimage, also wie man nach außen wirkt und ganz wichtig halt die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also wenn ich einer Zielgruppe, ja, wenn ich die nicht erreiche mit meinen Inhalten im Sinne von, die fühlen sich bei mir gut aufgehoben oder wertgeschätzt oder als Problemlöser, ja, dann gehen sie zu jemand anderem. Das Also, heißt, man könnte sagen, es gibt keinen für sich alleinstehend guten Content, sondern das ist immer in Relation zur Zielgruppe, was da wirklich jetzt vor passend ist allem oder der in Frage kommt. Zielgruppe, genau, Ja. dass man sich auf die konzentriert und eben auf deren ihre Bedürfnisse und Problemstellungen und deren ihre Ziele halt einfach eingeht, um sie bestmöglich abzuholen. Und das wäre dann sozusagen die Planungsphase oder die Strategiephase. Und dann schreibst du in deinem Buch aber auch sehr viel über die praktische Umsetzung, wie finde ich als Unternehmen überhaupt Themen und wie setze ich die dann auch um? Was hast du da so für Tipps, gerade vielleicht für KMUs oder kleinere Unternehmen, die keine Kommunikationsabteilung haben und die da mit den Ressourcen auch relativ schwach besetzt sind oder das zumindest häufig denken, auch wenn es gar nicht immer unbedingt so der Fall ist? Also zuhören, ja, sowohl beim Kunden zuhören, weil die Fragen, die dort gestellt sind, sind zum Beispiel eignen sich schon hervorragend wieder als Blogposts rauszuwerfen oder auf Social Media zu beantworten. Dann wird man wieder als Experte wahrgenommen, die Kunden fühlen sich wieder aufgenommen. Also da findet man was. Man findet aber auch im Haus, wenn man eben zuhört, ja, was gibt es denn für Neuerungen? Was gibt es denn? Also ich habe ja eben an Fachhochschulen gearbeitet. Ja, es ist ja unglaublich, was da an Potenzial an Projekten schlummert, die wir in der Marketingabteilung ja so gar nicht mitbekommen haben, weil keine Ahnung, wie viele Bachelorarbeiten geschrieben werden, wie viele Masterarbeiten geschrieben werden und wie viele Forschungsprojekte dann auch im Haus stattfinden. Da sind aber einige, die sehr wohl Potenzial haben, nicht nur in der Wissenschaftscommunity interessant zu sein, sondern auch für eben potenzielle Studierende als Kommunikation. Also hier einfach zuhören, Kanäle finden, wie man halt an die Leute, an die Geschichten rankommt.
für EPUs vielleicht auch noch schauen, was habe ich denn schon alles? Also ich kann ja vieles auch wiederverwenden, vor allem wenn ich es jetzt schon einige Zeit nicht mehr angegriffen habe und sage, okay, warte mal, eigentlich funktioniert das ganz gut. Ich aktualisiere es vielleicht nur oder bringe es in ein neues Layout und kann es eigentlich wiederverwenden. Das sind wir auch bei dem Content Audit, was du vorher angesprochen hast. Ja. Und wir haben es gerade auf LinkedIn auch diskutiert vor kurzem. Wenn jetzt, keine Ahnung, 500 Blogbeiträge sind, ja, und dann, was macht man jetzt? Ja? Macht man weiter, macht man nicht weiter, reicht. Ich finde, man soll einfach da die Schätze raussuchen und die halt vielleicht neu strukturieren, neu zusammenfassen und mit denen einfach wieder weiterarbeiten. Und da ist natürlich das jeweilige Analyse-Tool, das man einsetzt, der beste Freund, egal jetzt ob Google Analytics oder Bivik, oder man muss halt auch wissen, was von der Backline, von den alten Inhalten noch nachgefragt wird. Genau. Also das in Relation dann aber auch mit eben wieder die Kundenziele und die Kundenbedürfnisse. Also nur weil gute Zugriffszahlen sind, heißt es noch nicht, dass es mir jetzt auch den Mehrwert für mein Unternehmen liefert, wenn ich zum Beispiel die Zielgruppe oder die Ziele sich inzwischen geändert haben. Ich hatte mal so einen Fall, ich habe vor Jahren, als das aufkam mit den Social Media Sharing Buttons, als Facebook auch noch den Daumen, die Like-Funktion für externe Seiten hatte, da habe ich eigentlich recht früh einen umfangreichen Guide drüber geschrieben, wie man diese Dinger in WordPress einbaut. Und lustigerweise, manchmal Google Hiccup oder so, der Artikel ist dann ein Jahr später richtig populär geworden. Hatte jeden Tag die meisten Zugriffe, das ist mir aufgefallen. Dann habe ich ihn gelesen und war natürlich zum Schmeißen. Aber ich habe gemerkt, das Thema ist sehr relevant. Also habe ich ihn umgeschrieben, hat mir, glaube ich, ein halbes Jahr lang ein Zehntel meines Gesamttraffics gebracht. Da lagern schon oft Chats, aber da muss man halt auch wirklich in die Statistiken, in die Daten reinschauen, damit man das bemerkt. Genau. Glaubst du, wie gehst du um mit alten Inhalten? Wie zum Beispiel als Blogger, ich habe 500 Beiträge eben online. Ein paar lohnen sich vielleicht zu überarbeiten oder neu zu schreiben und viele haben gar keine Zugriffe mehr. Ignorieren oder besser entfernen? Also ignorieren, nein, weil jetzt aus SEO-technischer Sicht Google auch aufgeräumte Seiten sehr gerne hat und Seiten, also Unterseiten, die es halt gibt, wo keine Zugriffe drauf sind, sind einfach ein schlechtes Signal. Das heißt, entweder aus dem Index rausnehmen oder wirklich löschen, beziehungsweise halt das, was erhaltenswert ist, daraus aufheben und löschen. Ja. Wenn du selber für dich als Archiv brauchst, ja, dann auf jeden Fall aus dem Index rausnehmen und überlegen, ob es für deine Leser nicht vielleicht auch zu kompliziert ist, wenn da so viele Texte sind. Ja. Also wenn es für musst du einen guten Grund haben, es aufzuheben, sage ich mal so, ja, ja, den ja. Mit deinen Unternehmenszielen gut beschreiben kannst. Ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung, die ich betreue, den Journalistinnenkongress oder betreut habe, aber jetzt eben mir die Webseite auch mal aus diesen Gesichtspunkten angeschaut habe und habe da halt auch, da gibt es eine Archivseite, wo halt die letzten 20 Kongresse drauf sind. Für Journalistinnen als Zielgruppe ist es sehr wohl auch relevant, hier das Archiv der letzten 20 Jahre einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Ob es SEO-technisch jetzt eben so gut ist, weil sich halt eben die Seiten nicht erneuern oder aktualisiert werden, ist eine andere Frage. Dann hängt es wieder von meiner SEO-Strategie ab. Ja? Ja, was ist wichtiger? Ja. Ja? Ist es mir, dass ich meine Zielgruppe befriedige oder ist im Moment gerade mein strategisches Ziel, dass ich SEO einfach besser dastehe? Ich habe mal bei einem großen Unternehmen am Rande mitgearbeitet an einem Homepage-Relaunch. Das trifft genau das, was du sagst. Und da hatten alle voll Angst davor, weil, wir haben 3000 Artikel online, das wird voll viel. Und es gab natürlich keinen automatischen Import-Export. Muss man die alle neu anlegen. Aber da hat man zum Glück die Artikel durchgeschaut. Und da gab es eben auch so von den 3000 Artikeln, waren gerade mal 400 noch relevant. Ich glaube, da ist ein Relaunch oft auch ein guter Anlass, weil ansonsten ist vielleicht auch im täglichen Business gar nicht so viel Zeit, dass ich dem Thema so intensiv zu widmen, wie man eigentlich sollte, oder? Na, vor allem, wenn man einen Relaunch macht, ja, man räumt vorher auf, dann ist das Projekt auch schneller abgeschlossen. Oh ja. Also die Inhalte, die man übersiedelt, ja, es ist ein Unterschied, ob ich mit 10 LKWs übersiedle oder nur mit einem. Ja, also jemand, der schon umgezogen ist, ja, der weiß zwar auch, wie mühsam es ist, man nimmt sich vor, man räumt vorher aus und sortiert vorher aus und irgendwo ist der Punkt, wo man nicht mehr will, ja, aber immerhin, wenn man zumindest schon den Großteil ausgemistet hat, ja, ja. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Und man lernt auch so viel. Man lernt darüber, welche Seitenformate ich denn brauche oder die ich noch nicht definiert habe, drauf komme, eigentlich würde ich sie brauchen. Das heißt, es sind dann auch gute Hinweise fürs Webdesign, dass man halt eine bestimmte Form von Artikel, also zum Beispiel Blogartikel halt eben vereinheitlicht oder eine Archivseite vereinheitlicht, dass man Galerie eingebaut braucht oder so. Die Dinge kriegt man dann einfach auch mit, wenn man weiß, was man schon hat. Ja. Ja, und wenn du sagst ja auch, jetzt, wenn man jetzt sozusagen diesen Ist-Soll-Zustand mal erhoben hat, man hat einen klaren Plan drüber, dann schreibst du in dem Buch natürlich auch drüber, wie man als Unternehmen damit umgeht, mit dem Produzieren und Planen der Inhalte in Form von Redaktionsplanung und so weiter. Was sind da die,
die wichtigsten Punkte für dich? Für mich ist das Wichtigste, von groß auf klein zu planen. Also, dass man sich immer einen Jahresplan überlegt und da sind dann mal so die großen Events drinnen, ja, was, wenn man auf Messen geht, wenn man Jubiläen hat, Tage, die man vielleicht auf Social Media besonders hervorheben möchte, wie den Tag der Umarmung oder irgend sowas, was halt auch passt, ja, dann kann ich mir das schon mal überlegen und gewisse Dinge wiederholen sich ja ständig, ja, das heißt, ich kann das ja auch wieder hernehmen. Und dann breche ich es halt runter, je nachdem, wie häufig ich publiziere. Also wenn ich Social Media mache, dann bin ich irgendwann halt bei einer Wochenplanung. Wenn ich blogge, dann reicht eine Monatsplanung. Und also ich gehe halt eben vom Jahresplanung, dann schaue vielleicht noch ein grobes, ein halbes Jahr, aber ich würde dann sagen Quartal, ja, und dann breche ich es runter auf Monat. Weil ich muss ja auch in der Produktion, hilft mir das ja auch, wenn ich weiß, was in den nächsten Monate kommt, dann kann ich ja auch schon Synergien in der Produktion nutzen. Ich kann einmal ein Fotoshooting machen, ja, und mit einmal den Fotograf oder die Fotografin holen und dann die Fotos für die nächsten 3 Monate abdecken, ja, stelle es immer wieder jemanden zu holen. Oder auch, wenn ich Fotos recherchiere oder Texte recherchiere und ich bin in einem Thema schon drinnen, dann mache ich doch gleich den Blogpost und das Social Media Post dann dazu und überlege halt, ob das im Newsletter reinkommt. Also wenn ich das alles weiß, kann man viel effizienter arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Du hast auch gerade angesprochen, es gibt die Social-Media-Kanäle heutzutage, je nach Unternehmen, wahrscheinlich unterschiedlich gewichtet, welcher Kanal eine große Rolle spielt. Wie siehst du so die Aufteilung für mich als Oldschool-Blogger? Für mich ist die eigene Webseite eigentlich immer der zentrale Content-Hub und die Social-Media-Kanäle sind Erweiterungen dazu. Wie siehst du das? Also nachdem wir ungefähr derselbe Jahrgang sind, sehe ich es sehr ähnlich. Ich denke, man muss sich einfach bewusst sein, ja, dass ich meine eigene Website oder mein einfach besser kontrollieren kann, ja, als wenn ich auf fremden Plattformen bin. Ja. Aber ich schließe jetzt nicht aus, dass es für manche Unternehmen und ihre Unternehmensziele durchaus mehr Sinn macht, sich auf Social Media alleine zu bewegen. Gerade für EPUs kann es vielleicht eine gute Alternative sein, ja, dass sie sich vielleicht nur eine Google ist. Man kann ja in Google Business ja auch so eine Mini-Homepage quasi anlegen. Gar nicht schlecht, das haben sie ziemlich ausgewählt. Ich war überrascht. Also so, ja, für kleinere Homepages, das ist eine gute Alternative zu WordPress.com, eigentlich die viel bessere meiner Meinung nach. Genau, also wenn ich schon wenig Zeit habe und wenig Kanäle, dann fokussiere ich mich halt eben auf die Kommunikation, auf einen Kanal und schaffe es halt nicht, dann auch die Webseite zu betreuen oder ja. Wenn ich aber wieder den Anspruch habe, mein Wissen herzuzeigen, dann werde ich eher das Wissen auf meiner Webseite stellen und dann dorthin streuen und halt eben dann, also quasi einen Wissenshub zu haben. Genau. Das lässt sich nicht verallgemeinern oder verteufeln, ja, sondern es hängt wirklich davon ab, wofür Sinn macht. Also ich sage jetzt mal, Friseur zum Beispiel, ja, ist gut, eine Seite zu haben, wo man Telefonnummer und Öffnungszeiten nachschauen kann. Aber was sich dann an Bildern oder so oder wie dann jemand arbeitet oder so, das kann ich mir genauso auf Instagram anschauen und mir das dann integrieren auch in die Webseite. Ja, ich muss das dann nicht noch doppelt machen. Stimmt, da geht es eigentlich immer nur darum, dass die passenden Informationen zu den Kunden kommen oder dorthin kommen, wo sie sind. Genau. Sagen wir mal im Optimalfall, wir haben einen soliden Content-Audit durchgeführt, wir wissen, was unsere Zielgruppe will, wir haben eine Redaktionsplanung. Was können denn so KPIs sein in der Content-Strategie, in der Auswertung der eigenen Inhalte? Also sie orientieren sich immer an den Unternehmenszielen. Wir wissen natürlich auch, dass sich nicht alles 1:1 messen lässt. Also, dass jetzt der Umsatz nicht sich unbedingt 1:1 dann über Social Media messen lässt. Aber dann versucht man eben Hilfskennzahlen zu definieren. Ja? Wenn man jetzt von einem Sales Funnel ausgeht, also ich generiere E-Mail-Adressen und dann halt eben immer weiter, die Leute kommen dann in diesen Sales Funnel immer weiter runter, bis sie halt werden von mir mit Informationen weiter bestückt, bis sie irgendwann mal sagen, so, jetzt möchte ich kaufen. Da tut man sich schon leichter dann zu messen, ja, und da kann man sagen, okay, von Social Media kam man so viele Mal, dass ich die E-Mail-Adresse, weil das kann ich nachverfolgen, wer, von wo die Leute auf meine Webseite gekommen sind, zumindest die Anzahl der Zugriffe und kann halt da dann so Prozentzahlen davon ableiten, ja. Also ich würd eher schauen, dass ich halt, wenn ich es nicht direkt messen kann, eben Hypothesen aufstelle mit Kennzahlen und die halt dann beobachte, ja, und schau, ob sich quasi hinten raus was tut, ja, wenn ich an der Kennzahl was drehe. Ja. Also wichtig, strukturiert zu arbeiten eben mit Hypothesen und. Ja, und nicht nur die Kennzahl zu definieren, sondern auch zu beobachten. Ja, und auch vor allem die Veränderung und das Delta, das machen viele falsch, finde ich. Die schauen bei Analytics rein und freuen sich, oh, ich hatte heute X, das sagt relativ wenig aus ohne Relation zu Aktivitäten und Kennzahlen. Genau, ja, also eine Kennzahl alleine ist es meistens auch nicht, ja. Wenn ich 4 Zugriffe habe, ja, aber eine hohe Absprungrate, dann
ist es meistens auch ein schlechtes Zeichen, außer es ist jetzt die Seite der Telefonnummer oder der Öffnungszeiten. Ja. Also nie halt eben nur eine Kennzahl alleine betrachten. Der erste Teil des Interviews mit Irene, der zweite Teil, wo wir uns auch über LinkedIn unterhalten haben, folgt sogleich. Herzlich willkommen an die später zugeschalten bei einem Livestream, I don't know, Zuseher und Zuseherinnen auf jeden Fall. Hallo Ulf, hallo Ilkay, hallo Engin, hi Arno, hallo Gerald, hallo Martin, hallo Benjamin, hi René. Grüße an dieser Stelle auch an die Zuseher auf Facebook, Milos, Paul und Peter, Milos, warum sage ich Milos? Wie dem einen oder anderen vielleicht auffallen wird, sind wir heute eine ziemliche Männerrunde, zumindest was das Kommentieren betrifft. An dieser Stelle, Arno weiß, es kann ganz schön lange dauern, bis so ein Buch den Weg von Österreich in die Schweiz findet. Aber nichtsdestotrotz, es kommt an, später als bei Amazon, aber doch. Wie gesagt, heute eine ziemliche Männerrunde und deshalb freue ich mich ganz besonders darüber, dass Karin zusieht. Und herzlich willkommen, Mavi. Du heißt gleich wie meine Lieblingssängerin, abgesehen von dem E am Ende, Mavi Phoenix. Heiße Empfehlung, gute Empfehlung dieser YouTube-Channel. Aber damit wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben uns im Interview ja auch über das, ich sag mal, Ausmisten unterhalten. Ausmisten von Webseiten. Wie geht man da am besten vor, wenn man alten, nicht mehr nützlichen Content online hat? Und René, du hast gefragt im Chat, ob das da nicht reicht, den auf No-Follow zu stellen, beziehungsweise auch auf No-Index. Bisher hält sich Google ja recht strikt an diese Attribute. Es hieß immer wieder mal, ich kann mich da erinnern, an eine Chat-Session mit dem Herrn Müller, wo es hieß, dass Google in Zukunft diese Attribute möglicherweise nicht nur unterstützen wird oder vielleicht nur ein Werbeattribut einführen wird, wie auch immer. Bei mir ist das natürlich auch immer eine Überlegung auf Datenschmutz, das ich seit 2006 betreibe, liegt eine ganz ordentlich lange Backline herum, aber da sind einfach viele Texte von früher, Kolumnen, die ich teilweise auch geschrieben habe, Artikel, und die haben zwar keine Aufrufe und keine Zugriffe, aber ich habe meinen Blog so strukturiert, dass die aktuellen und relevanten Inhalte gut verlinkt sind, und ich glaube, da geht es mir halt so wie auch vielen Bloggern, dass das Archiv ist fast so etwas wie ein Teil meines ausgelagerten Langzeitgedächtnisses. Könnte man natürlich jetzt auf ein privates Archiv verschieben, aber what the F? Ich sag mal, Alpakas machen sich auch keine Gedanken. Ja, Alpaka. Hallo Alpaka. Alpakas machen sich auch keine Gedanken über Content Audits, aber sie sind trotzdem unglaublich cute. Und von den Alpakas wieder zurück zu unserem Gewinnspiel. Wir haben ja bereits einige Einträge, einige, die mitmachen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein Gewinnspiel. Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen Kommentar schreiben. Thou shallst comment. Und könnt dann eben ein druckfrisches Exemplar von Think Content, zweite und erweiterte Auflage, über die Irene und ich uns gerade unterhalten haben, gewinnen. Also schreibt zahlreich mit. Das Gewinnspiel endet übrigens nicht mit dem Ende dieser Sendung, sondern am Sonntag um 23.59 Uhr. Andere sagen Mitternacht dazu. Der zweite Teil unseres Interviews, in dem wir uns auch über LinkedIn unterhalten, folgt sogleich, aber zuerst noch ein kleiner Rückblick auf eine sehr intensive und zugleich auch sehr erfreuliche Woche. Letzte Woche gab es nämlich gleich zwei Veranstaltungen, und zwar an einem Tag. Und zwar am Donnerstag, den 13. Februar, der Donnerstag der 13., zukünftig mein Glückstag. Da haben Marina Zeyerz, Britta Behrens, Thomas Herzberger und ich die Premiere unserer LinkedIn Like a Boss Masterclass in Wien gefeiert, über die Bühne gebracht. Gefeiert haben wir dann anschließend am Abend im Nike Flagship Store in Wien. Und Engin
hat er einen sehr, sehr netten und ausführlichen Zusammenschnitt auch mit Statements aller Teilnehmer gepostet. Die Links zur Show findet ihr wie immer in den Kommentaren. Einen Ton aufdrehen. Ah. Recht gut besuchter Event, sehr, sehr gute Stimmung, war wirklich sehr lässig. Auch sehr fein, Visual Motion, Thomas Krohm und sein Sohn haben den Event fotografisch festgehalten. Da gibt es eine recht umfangreiche Fotogalerie auf Dropbox und ich habe mir erlaubt, einen kleinen, kurzen Zusammenschnitt aus diesen Fotos zu basteln. Der am Abend die Keynote gehalten hat über die Änderungen, sage ich mal, in der Fernseh- bzw. Live-Fernsehtechnologie, also vom Übertragungswagen von den großen Kamerateams hin zum Smartphone-Livestream. Sehr, sehr spannender Vortrag. Der war auch bei unserer Masterclass am Nachmittag mit dabei und hat hier alles dokumentiert und bei der Musikauswahl beim Soundtrack. Kann ich nur sagen, Dankeschön. Wenn ihr euch gefragt habt, worum geht's bei so einer Masterclass, wir haben da einerseits Storytelling, Personal Branding und Content-Strategie und Social Selling zu einem großen und, glaube ich, recht runden Ganzen zusammengepackt. War sicherlich ein sehr intensiver Nachmittag für die Teilnehmer, für alle Beteiligten, hat uns irrsinnig Spaß gemacht. Wir freuen uns bereits auf die zweite Runde. Und wie sieht so etwas aus im 17. Stock des Saturn Towers bei UTEL im vollverglasten Seminarraum. So sieht so etwas aus. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Nachmittag für uns. Wir freuen uns auf die nächste Runde, die voraussichtlich in Deutschland stattfinden wird.
Mehr dazu in Kürze. Hallo Martin, hallo Ben. Martin, kill bad content. Yes, that's what we do on a daily basis. Kill bad content. By creating awesome stuff. Und zum Thema awesome stuff komme ich damit gleich zum zweiten Teil des Interviews, das ich mit Irene Michel geführt habe. Wir unterhalten uns über LinkedIn und Irene verrät uns ein Geheimnis. Aber hören Sie selbst, Ladies and Gentlemen. Dein Buch Think Content, das du gemeinsam mit Miriam Löffler geschrieben hast, das ist ja jetzt gerade ganz aktuell in der zweiten und erweiterten Auflage rausgekommen. Die ist sehr erweitert, habe ich gesehen. Was hat sich geändert im Vergleich zur Erstauflage? Oder die Erstauflage hat die Miriam Löffler alleine geschrieben. Das heißt, ich bin schon mal die große Neuerung. Ich bin jetzt bei der zweiten Auflage dazu. Die das Buch kennen, es ist in drei Teile aufgeteilt. Das ist jetzt auch eine Neuauflage noch. Erster Teil war schon immer, wo es um Content-Strategie gegangen ist. Zweiter Teil war Content Marketing. Wir haben uns jetzt von dem Begriff verabschiedet und haben gesagt Content im Marketing, weil wir uns erstmal von dem Buzzword lösen wollten. Aber es für uns keinen Unterschied macht, ja, weil Marketing braucht Content und Content braucht Marketing. Ja, also wir haben uns quasi halt hier die Distributionskanäle dann eben im Vordergrund gestellt. Und der dritte Teil war im ersten Buch Schreiben fürs Web. Das war für 2014 auch in Ordnung. Mittlerweile hat aber jeder sein Smartphone, wo er eben Videos machen kann und 360-Grad-Bilder machen kann. Das heißt, wir haben im dritten Teil eigentlich alle möglichen Content-Formate eingebaut und kurz erklärt, Einsatzmöglichkeiten, wo es Sinn macht, auch Checklisten, wenn man es einmal das erste Mal ausprobieren möchte und sonst Inspiration, weil es wird nicht jeder so schnell Virtual Reality bei sich umsetzen können, aber dass man zumindest einmal sieht, was wäre denn möglich oder was kommt auf uns zu. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kann das Buch jedem, der die Zeit, die er verwendet für die Erstellung von Inhalten und für die Distribution nur sehr empfehlen. Spart viele Irrwege und auch viele leere Kilometer. Irene, wir in der LinkedIn-Show, was ich natürlich jeden frage, welche Rolle spielt für dich als Autorin, aber auch persönlich als Expertin, welche Rolle spielt LinkedIn in deinem Arbeitsleben? Also ich bin gerade am Umschwenken. Ja, ich war früher sehr viel auf Facebook unterwegs und habe dort meine Community von anderen Selbstständigen, die das Ähnliches machen wie ich, also digitale Kommunikation. Und das hat wirklich auch mit dem Buch zu tun, ja, seitdem die ersten Besprechungen, Rezensionen oder Hinweise auf das Buch auf LinkedIn aufgetaucht sind, ja, habe ich eine Zeit lang 5, 6 qualitative Kontaktanfragen pro Tag gehabt. Ja? Also es ist extrem gestiegen. Ich habe immer noch so 2 bis 5, also seitdem engagiere ich mich auch selber mehr. Mhm. Klar, weil ich einfach halt sehe, dass da, und habe ich auch entschlossen, was ich bei Facebook nicht mache, alle Kontaktanfragen anzunehmen. Bis auf jetzt, wo ich das Gefühl habe, okay, da geht es jetzt nur um Keilerei. Aber weil potenziell wir von dem Buch wissen, dass Zielgruppe von Einzelblogger bis hin zu großen Unternehmen dieses Buch nutzen. Das heißt, insofern als Autorin sehr wohl meine Zielgruppe sehr breit ist. Und deswegen nehme ich hier die Kontaktanfragen an, um halt eben auch, wenn ich da mal mehr auch veröffentlichen möchte auf LinkedIn, halt ja auch die Reichweite dann gut zu bekommen. Ja, ich glaube, da sind wir beide auch relativ allein. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also abgesehen von wo klar ist, das ist ein pakistanischer SEO-Spammer, der will WordPress-Seiten um 7,50 Dollar für mich programmieren. Bei allem anderen, man kann es ja letztendlich nicht wissen. Und ich glaube, lieber ein bisschen Vertrauensvorschuss. Wenn dann jemand lästig ist oder nervig oder sich im Nachhinein als Sales-Pfosten nimmt, kann man immer noch. Ist ja keine Freundschaft für die Ewigkeit sozusagen. Ja. Und wie sind so deine Erfahrungen mit Content-Formaten oder mit Inhalten auf LinkedIn? Da gibt es ja auch eine recht breite Klaviatur von Video, Bild, Text, Dokumenten. Was funktioniert hier auf der Plattform gut, deiner Wahrnehmung nach? Also ich beobachte es noch zu wenig, was gut oder schlecht funktioniert, beziehungsweise habe ich mir natürlich Vorträge angehört, wie zum Beispiel von der Britta Behrens, die du ja auch kennst. Oh ja, am 13. Februar, Masterclass in Wien. Gemeinsam. Also für mich, es ist eh sehr ähnlich, ja. Originärer Text von sich selber, also halt nicht verlinken nach außen, sondern was auf der Plattform bleibt, funktioniert besser. Videos funktionieren immer besser als Bilder immer besser als Texte. Also das ist eh sehr ähnlich, ja. So sehe ich das schon. Was mir an LinkedIn taugt, ist diese PDF
das ja, das Dokumentenformat, ja, finde ja. Das gibt natürlich eine ganz andere Dimension. Natürlich darf man jetzt nicht in 12 Punkt oder Schrift oder so, aber wenn man es quasi halt als grafisches Design zum Beispiel hernimmt und eine PDF-Präsentation auf LinkedIn und ich kann so durchscrollen, ja, dann hat das natürlich auch einen interessanten Charme. Ja. Machen immer noch sehr wenige. Ich habe super gute Erfahrungen mit dem Format. Du kannst ja auch so karussellartig, wie bei Facebook heißen die Karussell-Postings, diese Werbeanzeigen. Ja. Ja. Also letztendlich schon auch, glaube ich, alles, was raussticht, was auffällt, Aufmerksamkeit erstmal zu kriegen, ist ja doch eine ganz wesentliche Sache auf diesem Plattform. Snackable Content, ne? Also ja, snackable Content, genau. Und leicht verdaulich ist, ja. Wobei ich das schon sehr schräg finde, vor 2 oder 3 Jahren war das ja, da hat ja Facebook diese Untersuchung veröffentlicht, dass Personen am liebsten so 20-Sekunden-Videos im Newsfeed ansehen, allen Kunden geraten, möglichst kurze Videos zu machen und dann ein halbes Jahr später zugegeben, dass sie sich vertan haben bei der Auswertung. aber trotzdem, snackable Content ist natürlich sehr, sehr wichtig. Du hast ja vorher gesagt, ein Video ist immer interessanter als ein Bild, Bild ist interessanter als ein Text. Glaubst du, dass in Social Media allgemein oder auch in LinkedIn speziell der Anteil von Videoinhalten tendenziell steigen wird? Momentan, sage ich mal, der Großteil der Postings sind Bild-Text-Kombinationen. Also ich glaube schon. Ich sehe auch auf LinkedIn jetzt immer mehr auch Live-Videos oder beziehungsweise halt nicht jetzt im Sinne von live, aber halt eben, dass ich halt unterwegs bin und das Video mache und danach hochstelle oder so. Ja, also dass es nicht hochqualitativ ist, sondern sehr wohl auch was Spontanes sein kann, was ich halt einfach später hochlade. Also dass auch diese Hemmschwelle, Video zu benutzen. Ich glaube, dass es vor allem an der Hemmschwelle liegt, für Einzelpersonen einfach da in die Kamera reinzureden und zu tun. Ja. Darf nicht absolut. Ehrlicherweise verschwindet sowieso dann wieder in 1-2 Wochen oder so. Ja. Ja. Also man darf sich da auch nicht so viel Sorgen drum machen. Das Internet vergisst nichts. Ja, man muss es erst wieder mal auffinden. genau. Und es ist überall so. Ne? Man entwickelt sich ja weiter. Wenn man nie anfängt, ja, dann hat man auch nie die Chance, sich weiterzuentwickeln. FOBO ist das. Kennst du den Begriff FOBO? Nein, ich kenne nur FOMO und kann mich voll damit identifizieren. Okay. Wofür steht das? FOBO heißt... Missing out, dass du irgendwas verpasst. Ah, Fear of, natürlich, ich bin daneben gestanden. FOBO heißt Fear of People's Opinion. Okay. Auch auf deinen Grund, warum man kein Video macht. Und ich habe da in der LinkedIn-Show die Aktion FOBO statt FOPO ins Leben gerufen. Mal schauen, wie die ankommt. Aber ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wahrscheinlich auch, je mehr Leute das machen, desto normaler wird es irgendwo. Was ich bei dem Buchschreiben auch gelernt habe, oder was die Miriam einfach gesagt hat, vergiss, wenn negative Kommentare kommen. Ja? Du wirst es nie allen recht machen. Und ich glaube, wenn du mit einem Buch mit 680 Seiten rausgehst, an was du über zwei Jahre daran gearbeitet hast, ja, da nicht ein bisschen dir bewusst bist, du darfst dir keine Sorgen um die Meinung der anderen machen, was mir persönlich sehr schwerfällt, ja, aber zumindest versuchen, sagen, nein, weil sonst wäre das Ding nie in die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Ich glaube, da muss man auch... Das war wirklich schlimm, ja. Weil ich mir gedacht habe, puh, jetzt lesen es die Ersten, was passiert. Und das war Gott sei Dank die Resonanz so positiv, ja, dass ich jetzt auch, wenn irgendwo mal was Negatives kommt, ich sicher wegstecken kann. Ja. Aber Gott sei Dank ist die Resonanz sehr positiv gewesen. Und auch unter Leuten, die ich eben als Experten sehr schätze, ja, oder Expertinnen sehr schätze. Und das ist dann nochmal so ein Ritterschlag für mich. Ich wollte gerade sagen, von manchen Leuten kann eine negative Kritik durchaus auch ein Kompliment sein, wenn man die Hintergründe kennt. Aber ich find das Buch wirklich super toll gelungen. Kann ich nur wiederholen. Liebe Irene, Abschlussfrage, da müssen alle Gäste in der LinkedIn-Show durch. Erzähl uns irgendwas, was dein Netzwerk auf LinkedIn oder zumindest der Großteil deines Netzwerkes nicht über dich weiß. Also nachdem ich ja eben gesagt habe, dass die meisten Leute mich ja gar nicht wirklich kennen auf mein LinkedIn-Netzwerk, ja, ist es sehr leicht, was rauszubringen. Vielleicht sogar 2 Dinge. Das eine ist, was ich als Österreicherin immer schweren Herzen zugeben muss, ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Der aber so an der französischen Grenze wohnt, dass man fast schon als Franzose ist. Das ist ja noch schlimmer. Nein, das ist super. Ich bringe mich nämlich zu meinem zweiten. Ich spreche fließend Französisch. Wow. Weil ich Au-pair war. Ich spreche Spanisch halbwegs. Also sagen wir so, ich kann mich in der Gegenwart, Vergangenheitszeit wow. nicht mehr. Und Englisch wird es dann verstärkt mehr. Weil eigentlich hat mich Englisch nie interessiert, mich hat Französisch immer mehr interessiert, aber jetzt merke ich halt, dass ich halt sowohl bei uns im Studiengang, der jetzt komplett auf Englisch ist, als auch die Fachliteratur, als auf Englisch ist, habe ich schweren Herzens jetzt angefangen, mich doch mehr mit Englisch auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, Gott sei Dank haben wir das Interview nicht in Französisch machen müssen. Ich habe es zwar 4 Jahre in der Schule gehabt. Aber, ja, schöne Wöpa. Schöne Pöpa. Schöne Pöpa. So heißt das, oder? Also, du machst. Ja, nicht. Liebe Irene, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, lesen, gibt keine Ausreden. Thema Content ist einer der, oder überhaupt der zentrale Rohstoff in der digitalen Kommunikation. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Wie sind denn so, du unterrichtest, du berätst, gibt es Pläne, vielleicht jetzt schon, ist ein bisschen früh wahrscheinlich, für eine dritte Auflage oder für andere Publikationen? Also zuerst wollte ich noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuseherinnen und Zusehern ein bisschen die Angst nehmen, man muss die 680 Seiten nicht alles lesen, es ist mehr ein Nachschlagewerk. Also keine Angst vor der Masse. Ich habe mir schon gedacht, also du sprichst jetzt zwei Dinge an. Das eine ist eine Neuauflage zu machen, ja, wow. Natürlich, ist ja auch ganz frisch, ist ja gerade erst rausgekommen. Das aber ist, ich meine, natürlich, ja, es ist halt ein sehr umfangreiches Buch und es ist dann schon noch sehr, sehr arbeitsintensiv, da halt eben, weil es so viele Themen befasst, es aktuell zu halten. Aber natürlich ist das Bestreben da, das auch aktuell zu halten und nicht nur jetzt einmal nochmal neu aufzulegen. Und was mich schon noch reizen würde, wäre halt eben ein fokussierteres, auf ein Thema fokussiertes Buch zu schreiben, das halt eben keine 680 Seiten hat. Also ich habe schon gemerkt, ich habe viel gelernt im Buchschreiben und möchte das jetzt einfach nicht links liegen lassen, sondern noch einmal in einem neuen Buch gerne schauen mal, was noch kommt. Liebe Irene, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Zusehern auf Facebook. No, we don't, of course not. Ich wollte es nur schon immer mal sagen, so wie mit Dreisat quasi. Ja, wie dem auch sei, sehr, sehr spannendes Interview. Danke, liebe Irene. Und an euch, liebe Zuschauer, einfach einen Kommentar hinterlassen und ihr könnt ein Exemplar gewinnen. Die Gewinnchancen stehen momentan noch deutlich höher als darauf, einen Sechser im Lotto zu haben oder in Vegas den Jackpot am einarmigen Banditen zu bekommen. Also Kommentar schreiben jetzt am besten. Und wir sind schon fast am Ende dieser Sendung, allerdings nur fast, denn es fehlen noch die Status-Updates der Woche. Und ja, auch diese Woche hat sich wieder einiges getan auf unserer Lieblings-Business-Plattform. Ich habe einige spannende Status-Updates für euch rausgesucht und wir starten jetzt. Ich mag diese Eule. Ich mag sie. Christian Spanik hat, wie ich bereits vorhin erwähnte, am Donnerstag bei unserem LinkedIn-Apero die Keynote gehalten und hier hat er vor 3 Tagen eine Folie aus seiner Keynote gepostet, die geht mir auch seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Was steht auf dieser Folie? Minderheiten jagen uns. Minderheiten jagen uns. Das sind normalerweise Minderheiten schützenswert vor Verfolgung, vor Ausrottung, vor was auch immer. Aber warum jagen uns Minderheiten plötzlich? Und Chris spricht hier über eine ganz spezielle Minderheit und erzählt aus seiner Erfahrung bei ZDF und Dreisat damals, als E-Mail aufkam. Es war ein anderes Jahrtausend, meine lieben Zuseher, kurz nach der Erfindung des Rades sozusagen. Es gab dann also E-Mail und er schreibt, als wir anfangen, uns danach zu richten, was diese Zuschauer schrieben, sanken unsere Quoten. Wir haben erst später verstanden, dass uns eine Minderheit vor sich hertrieb und die Mehrheit, die Schweigende, das Ergebnis nicht gut fand. Also stellten wir wieder um. Das half. Was hat das mit dem Internet zu tun? Ich muss zugeben, das ist ein Gedanke, der mir auch schon oft kam. Wenn man Feedback bekommt, dann muss man immer sehr vorsichtig sein. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, Feedback anzunehmen. Auf der anderen Seite ist das Feedback von den eigenen Kunden oder ist das Feedback von Kollegen. Und da können ganz unterschiedliche Präferenzen natürlich eine Rolle spielen. Also lass dich nicht von Minderheiten jagen. Thomas Geiswinkler, bei LinkedIn zuständig für Recruiting in Österreich, hat ein sehr interessantes Status-Update veröffentlicht zum, jetzt hätte ich fast gesagt, Kampf der Generationen. Nein, natürlich kein Kampf. Wir haben hier die
Baby-Boomers. In letzter Zeit geisterte ja das Meme Okay Boomer durch die Gegend. Also die Baby-Boomers, geboren zwischen 46 und 65, also zwischen 55 bis 73. Da falle ich gerade noch nicht rein. Ich bin Generation X und mit Geburtsjahrgängen zwischen 65 und 81. Wir stellen aktuell 33% der Workforce. Dann kommen die Millennials eben zwischen 81 und 97, die aktuell 23 bis 38 sind. Also wenn sie studiert haben, gerade ins Berufsleben eintreten oder bereits vor einigen Jahren ins Berufsleben eingetreten sind, 40% der aktuellen Workforce und die Generation Z aktuell zwischen 7 und 22, also zu einem beträchtlichen Teil beschäftigungslos bzw. noch mit der eigenen Ausbildung befasst und in der Schule oder in anderen Bildungseinrichtungen, stellen aktuell 10% der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Und es gibt dazu einen ausführlichen Artikel, einen Guide auf dem LinkedIn Talent Blog, What You Need to Know to Attract a Multi-Generational Workforce. Also was Arbeitgeber beachten müssen, spielt natürlich eine große Rolle im Employer Branding. Es hilft natürlich nichts, wenn ich meine gesamte Recruiting-Strategie auf TikTok umstelle, würde ich so oder so niemandem empfehlen. Wie kann ein Unternehmen zugleich für Millennials, für Boomers attraktiv sein? Wie spricht man unterschiedliche Zielgruppen an? Für jeden, der im Recruiting, im HR-Bereich tätig ist, liefert dieser Artikel sehr interessante Insights. Die Grafik stammt eben auch aus diesem Artikel und der geht dann hier noch ein ganzes Stück tiefer ins Detail. Auch interessant, the skills each generation has in the highest proportion compared to other generations. Also proportional die größten Unterschiede zu den anderen. Die Generation Z, die sind ziemlich gut mit Python und das sind, wie ihr natürlich wisst, keine Würgeschlangen, sondern eine Programmiersprache, Cascading Style Sheets, okay, und Adobe Premiere Pro. Die Generation X, also ich, wir haben Sales Management, New Business Development und Program Management. Die Millennials basteln lieber mit Photoshop als mit Premiere, beschäftigen sich mit Data Analysis und mit AutoCAD und die Babyboomers Nursing, Residential Homes und Investment Properties. Okay, Boomer. Ja, wie gesagt, das sind nicht die gängigsten oder verbreitetsten Skills, sondern die, bei denen es eben das größte Delta gibt, also die größten Unterschiede zu den übrigen Generationen. Meine liebe Kollegin Marina Zeyerts, die ich am Donnerstag bei der Masterclass ja selbst auch live hören dürfte, bringt hier einen sehr validen Punkt ins Spiel. Kaum eine Definition von Personal Branding wird so oft zitiert. Angeblich kommt sie von Jeff Bezos. Und zwar: Your brand is what people say about you when you're not in the room. Und Marina sagt, und da stimme ich ihr völlig zu, dass diese Definition Personal Branding mit Image verwechselt. Beim Personal Branding übernehmen wir die Verantwortung für unser Narrativ. Wir werden uns darüber klar, was unser Wertbeitrag für wen ist und kommunizieren diesen über passende Kanäle an die richtige Zielgruppe. Das Image dagegen können wir nicht kreieren, nur beeinflussen. Guter Punkt, also wie gesagt, außerdem kann ja auch ganz andere Gründe haben als das, was man selber tut, was Personen über einen sprechen, wenn man den Raum verlässt. Wenn ihr mal ein wenig Zeit habt, dann ruft doch diesen Artikel von Cyril Luxinger auf. Er postet ja immer wieder sehr, sehr nette, manchmal wie sagt, insightful in LinkedIn-Terminologie, aber oft auch sehr, sehr lustige, lässt sich auch beides gut verbinden, wie Business-Visualisierungen. Und er hat in diesem Artikel, den er am 6. Februar veröffentlicht hat, nochmal aktualisiert, die besten Business-Visualisierungen der Jahre 2018 und 2019. Da sind wirklich einige sehr schöne Perlen dabei. Besonders gut gefallen hat mir hier dieser Lean Boarding Pass, also der Vergleich eines klassischen Flugtickets, wie es wohl jeder von uns kennt, außer Greta. Greta fliegt nicht. Und energiesparende Segelschiffe brauchen wahrscheinlich keine solchen Tickets. Aber das darunter wäre ein Lean Boarding Pass, also jemand, der sich
jemand, ja, ein Boarding Pass, wo der Designer eben tatsächlich den Fluggast im Kopf hatte. Ich glaube, der Unterschied ist evident, auch wenn man nur kurz hinblickt. Mark Fewsmith hat ein Video gepostet. Es geht hier um Augmented Reality. Augmented Reality mal anders, wenn man so will. Was ihr hier seht, ist eine Straßenparade, ein Umzug mit lebenden Gemälden. Und nein, das sind keine neuen, besonders elaborierten 3D-Screens, sondern verkleidete Schauspieler in Bilderrahmen, wo eben hinten ein schwarzes Tuch drüber geht. Schau mal. Lustige Idee. Das waren die Status-Updates der Woche, meine Lieben. Wie immer an dieser Stelle eine Erinnerung. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, ergo Link Friday. Empfiehl 1 bis 3 Kontakte aus deinem Netzwerk, markiere sie in deinem Status-Update, füg den Tag Link Friday hinzu und dann klick vor allem auch auf den Tag. Du findest jede Menge spannende neue Kontakte zum Vernetzen und zum Verfolgen. Ja, und damit bleibt mir an dieser Stelle nur mehr, euch allen ganz herzlich fürs Zusehen und fürs Dabeisein zu danken. Nächste Woche am Donnerstag, same time, same station. Ich freue mich auf meinen Gast. Es wird, wenn ihr euch erinnert, ich hatte vor kurzem Margarita Mischewa hier bei mir in der Sendung. Da haben wir uns unter anderem auch über Heraldik unterhalten. Nächsten Mal geht es dann wiederum um Design-Themen sozusagen. Lasst euch überraschen. Ich habe jemanden zu Gast, der etwas sehr, sehr gut kann, das ich überhaupt nicht beherrsche, nämlich Zeichnen mit der Hand. Barbara Roth wird erzählen, warum Visualisierungen im Business eine große Rolle spielen können. Und, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, warum Flipcharts in Workshops nicht selten die bessere Wahl sind als digitale Projektionen oder zumindest eine sehr, sehr nette Ergänzung. Also nochmal, danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein. Vergesst nicht zu kommentieren. Unter allen, die einen Kommentar zu dieser Sendung, zu diesem Posting hinterlassen, verlose ich eine Ausgabe von Irene Michels. Ganz, ganz druckfrischen Think Content. Ein sehr umfangreiches Buch, ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Content-Strategen, die sich auch Gedanken machen möchten um das Bigger Picture. Ja, ich weiß. Die Stunde ist vorbei, es war wunderschön, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Richie raus, das war die 28. LinkedIn-Show mit Datenschmutz.